Auch 2018 werden alleine bei der Politparade des Christopher Street Days in München über 150.000 Menschen erwartet. Zum 39. Mal soll der bisher größte Umzug überhaupt stattfinden. Beim Bühnenprogramm sind die Weather Girls wohl das absolute Highlight. Und wir haben deutschsprachigen Folk mit Hanne K. Wir haben eine dänische Elektropop-Künstlerin, die jetzt demnächst beim weltbekannten Roskilde-Festival in Dänemark auftritt, wo sie auch herkommt. Und wir haben das einzige Deutschland-Konzert von ihr, wird bei uns sein, Lüttmoor, und wird sich dann auch komplett mit Neonfarben bemalen. Und das wird dann auch entsprechend ausgeleuchtet werden. Unter dem Motto Bunt ist das neu Weiß-Blau wollen die Teilnehmer des Christopher Street Days in München ihre politischen Forderungen nach Akzeptanz, Gleichstellung und Vielfalt in den Fokus rücken. Auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern natürlich, weil so bunt ist Bayern ja noch gar nicht, jedenfalls politisch nicht. Und das ist so, ja, natürlich ein Wunsch, wo man hin will, dass man sagt, wir gehören mit dazu, wir Schwule, Lesben, Trans, wir machen Bayern bunt und wir wollen natürlich auch, dass es aufgenommen wird und auch landespolitisch umgesetzt, gerade jetzt nach der Eheöffnung, dass man sich aktiv für eine Gleichstellungspolitik einsetzt. Und da ist ja leider, wenn man so von München mit den ganzen rosa Erfolgen der letzten 20 Jahre auf Bayern schaut, dann ist es da ja eine leere Wüste, ein Vakuum. Mit der sogenannten Pride Week beginnen bereits am kommenden Samstag 9 Tage voller kultureller Veranstaltungen und Party pur. Ein Höhepunkt? Das ist natürlich das Opening-Event gleich am ersten Samstag, den 7. Juli, das lesbische Angertorstraßenfest, wo ausdrücklich all gender welcome sind. Ja. Dann gibt es zum Beispiel die Ausstellung We Are Part of Culture. Wirklich großartig, findet im Münchner Hauptbahnhof statt. Da werden Persönlichkeiten aus der kulturellen Geschichte vorgestellt auf großen Schautafeln und das eben super öffentlich mitten im Hauptbahnhof. Da ist die Vernissage am Donnerstag um 19 Uhr. Und das lesbische Kino-Event, das am Freitag im Malteser Filmpalast stattfindet. Beim sogenannten Rathaus-Clubbing werden 2500 Menschen vor 6 Bühnen Party feiern können. Ernster wird es, wenn zur Musik von Horace McDonald 500 Ballons in die Luft steigen werden. Also das ist unsere Gedenkveranstaltung, traditionell für die Verstorbenen an HIV, von HIV-Verstorbenen, aber auch für die Opfer von Trans- und Homophobie. Findet statt um 16 Uhr, gleich nach den politischen Ansprachen. Das ist immer ein sehr emotionaler Moment. Die Pride Week vom 7. bis 15. Juli mit dem Christopher Street Day am 14. Juli mitten im Herzen Münchens.